So, und dann wollen wir mal gucken, was uns jetzt hier erwartet in der Stadt. In the Städtchen. Einmal nach oben fahren und dann bin ich ja mal gespannt. Hallo, wir sind wieder da. Back in town. Oh. Er sieht nicht spaßig aus. Ich würde sogar sagen, unspaßig. Aber wir brauchen erstmal wieder alles Mögliche an Zeugs. Wir haben ja gar nichts mehr. Wow. Wow. Geiler Scheiß hier da. Muss ich jetzt die ganze Zeit irgendwo hinschießen, falls irgendwo mal Dinge auftauchen? So, wir holen uns erstmal die Orbs. Und schießen wir ab und zu mal durch die Gegend. Ich passe hier nicht durch, ich bin zu fett. Es ist tatsächlich so. Kommen immer wieder neue. Ich hoffe, wir kriegen hier noch ein Fahrzeug, weil das ist ja ein bisschen nervig, ne? Gut, bewegen wir uns erstmal so und fahren zur nächsten Mission, würde ich sagen. Oh, die Nervensägen. Verpieselt euch doch! Keine Zeit und keine Lust auf sowas. Tausende von denen müssen hier unbedingt weg. Ja gut, aber Gegner werden auf der Karte angezeigt. Wenn ich jetzt mal auf die Karte gucken würde, dann könnte ich das auch sehen. So, wen haben wir denn da? Hallo. Hier sieht's genauso schlimm aus wie bei mir zu Hause. Jack, hier drüben. Samus, Kira. Ah, Samus. Immer noch so grün wie das Zeug zwischen meinen Zehen. Siehst du, Kira? Ich wusste, ich würde Jacks Energie spüren. Mein Junge, schön, dich wiederzusehen. Diese Gänge unter dem Palast müssen ungeheuer wichtig sein. Metallschädel und Garderoboter marschieren darauf zu und wir können nicht ewig durchhalten. Die Stadt braucht mich mal wieder, oder? Sonst noch was? Viga hat die Kraftfelder hier eingeschaltet. Viga hat den Palast angegriffen. Er sagt, er suche etwas darunter. Etwas in den Katakomben. Dann musst du es eben vor ihm finden, mein Junge. Doch zuerst musst du einen anderen Weg in diesen Stadtteil finden. Geh durch die Kanalisation zum Hafen, dann weiter nach Norden, bis du zu uns stößt. Und Jack, tut uns leid, was passiert ist. Tut uns echt werden leid. Wir werden ihn aufhalten sollen. Ich werde ihn aufhalten. Das tue ich. Weil ich habe ja auch sonst nichts zu tun, ne? Gut, ich hoffe, ich kann so an denen vorbeispringen hiermit. Ich muss sie ja nicht alle besiegen, das hat ja gar keinen Zweck. Versuchen einfach, so gut es geht, hier vorbeizukommen. Diese ganzen Rotzlöffel hier, die haben ja auch nichts zu sagen. Oh, guck, da sind wir schon. Hier geht's gar nicht rein. Hier geht's irgendwie rein, oder? Hier, hier.
Nö. Ich dachte, ich hätte hier meine Ruhe, aber hier sind ja auch überall die fiesen Leute. Mann, oh Mann, oh Mann. Sonst noch jemand? Nein. Okay. Aber das Gefühl, ich höre hier noch irgendjemanden fliegen. Kann mich aber auch täuschen. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hoch. Ich hol schon mal die Waffen wieder raus. Besser ist das. Gießt ein paar auf die Mütze hier. So, ja, hier muss ich mit meinem Board fahren. Bisschen Parcours. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Man sieht ja auch überhaupt nichts. Hier muss ich rein, okay. Hallo? Jack? Bitte. Danke. So, dann einmal Geschwindigkeit holen und die Kamera am besten drehen. Und dann fallen wir mal ganz schnell hier runter. Hä? Weil ich wieder irgendwas übersehen. Mein Leichtsinn, oh nein. Oh. Warum ist das immer so? Ach, leg mich doch. Kommen wir sowieso nicht hinterher, oder? Oder? Oder doch? Achso, hier sind ja noch die. Nee, hier noch nicht, aber gleich kommen die Viechers, die anderen Viechers da. Die meine ich. Raus mit den Viechers. Und dann geht's ab hier durch die Mitte. Und jetzt muss ich irgendwie hier hin. Achso. Ah, ja, ja, so in den Schuh raus. Und ich dachte auch noch, ich muss irgendwie Anlauf nehmen. Von wegen. Zu spät. Aber wir können uns ja heilen jederzeit. Gott sei Dank, da gibt's das Heilen. Oh. Okay, konnte ich ja nicht wissen, ne? Konnte ich ja nicht wissen. Gut, hier muss wahrscheinlich der Propeller etwas... Nö. Ich nehme meine Aussage zurück, hier muss gar nichts. Wir müssen einfach hier gar nicht lang, sondern hier. Was ist das hier? Okay, wahrscheinlich. Genau. Muss ich da etwas rumballern? So. Wahrscheinlich darf ich nicht in den Strudel. In den Strudel geraten. Hier liegt doch verdammt viel Munition. So, da, muss ich da jetzt runter oder. Nee, hier gibt es keinen anderen Weg. Ich glaube, ich muss hier runter. So, warte. Oha, da ist ja. Da kreucht ja alles Mögliche. Oh. Oh. Vorsicht. So.
Ich schieße einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Soll helfen, habe ich gehört. So, dann geht das Rohr runter, aber wir gucken uns natürlich trotzdem nochmal um. Kann ja sein, dass hier noch was Spektakuläres versteckt ist. Wie zum Beispiel eine Gesundheit. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Hier einmal rum. Vorsichtig bitte. Hier einmal hoch. Und dann muss ich wieder ein bisschen rumschießen. Aber wer stellt denn hier auch Ventilatoren hin? Wofür und warum? So, muss ich jetzt da hoch oder wo geht's jetzt lang? So, ich schieße einfach mal wieder ein bisschen rum. Mit der falschen Waffe. Das müsste sich so nämlich von selbst erledigen. So, Gesundheit brauchte ich Gott sei Dank noch nicht. Aber besser haben als... Na gut, ich kann es ja eh nicht mehr einsammeln. Egal. Bin ich damit auch voll hier mit... Wahrscheinlich, ne? Wo muss ich denn jetzt hin überhaupt? Hier wahrscheinlich. Ja, Munition habe ich auch nicht mehr viel. Da müssen wir auch nochmal wieder zusehen, dass wir das bekommen. Und jetzt geht's hier runter. Und da sind wir anscheinend schon da, wo wir auch mal sein wollen. Oder zum nächsten Raum. Ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht, ja. Vielleicht holen wir die Waffe nochmal raus. Ich habe die Vermutung, dass hier gleich so... Genau. Flugfreunde auf uns warten und genau die haben auch auf uns gewartet. Also wir könnten jetzt da rüber und dann da hoch. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen nur hier hin, weil wahrscheinlich reicht das als Mission schon. Und ab geht's. So, sind wir hier in Sicherheit? Oh, da brennt's. Es scheint so, als wären wir hier erstmal in Sicherheit. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Den Schwebebereich wechseln. Ach, guck mal. Den Schwebebereich wechseln und dadurch Verkehr oder Hindernisse umgehen. So, dann sammle ich nochmal ganz schnell alles ein hier, während es wieder zu ruckeln anfängt. Und dann gehen wir da rein. Ah, das ungezogene Otzel. Endlich daheim. Jack, dass ich dich nochmal wiedersehe. Thorn, was hast du aus meiner Bar gemacht? Wir brauchten ein Hauptquartier im Süden. Außerdem gefällt mir das Schild mit dem Otzelkopf irgendwie. Ja, ist cool, was? Wir benutzen es als Zielscheibe. Hey! Hör zu. Es tut uns allen leid, dass wir Graf Wieger nicht stoppen konnten. Wir haben Wieger gesehen. Er hat irgendwas mit der Precursor-Technologie vor. Das passt. Der Kerl hatte schon immer einen an der Waffel. Aber wir haben größere Probleme. Wieger befahl mir einen Selbstmordangriff auf den Hafen und dabei wurde uns der Weg zum Hauptquartier abgeschnitten. Nun sind unsere Streitkräfte getrennt und die Garde und Metallschädel nehmen uns in die Zange. Nicht verzagen! Bei Ärger Jack und Dexter fragen! Oh, oh, apropos Ärger. Aus dem Gardestadtteil kommen Zerstörerroboter genau auf uns zu. Erledigst du das, Jack? Okay, ein bisschen geht mir die Muffe. Aber Jack ist hier! Okay.
Dann versuchen wir es einfach mal. Und zwar damit. Und die Roboter können wir erstmal in Ruhe lassen. Die Kleinen. Wir sollen ja nur die Großen aufhalten. So, dann gehe ich mal vom Fahrzeug. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich da sicherer. Jetzt mein Fahrzeug kaputt. Habe ich ja gut gemacht. Egal. Nächster. Erstmal diese blöden Roboter hier wegkriegen. So. Supi, das klappt ja. Wir haben Schnürchen hier. Ich bin begeistert. So, die Waffe wieder raus und fliegen. Und jetzt rüber zum letzten. Kriegst auch ein paar aufs Maul. Hier legt sich keiner mit Jack und Dexter an, Freunde. Oh, der ist ganz schön nah schon, ne? So, das dürfte es ja gewesen sein eigentlich, oder? Als hätten wir noch nie was anderes gemacht. Ich bin begeistert von mir selbst. So, zurück. Ashlyn, Ashlyn, hier ist Thorn. Jack ist wieder in der Stadt. Jack, ich wusste, auf dich ist Verlass. Der neue Gardeanführer macht sich bestimmt schon in die Hof. Halt, das Signal wird gestört. Ich glaube, Arrow! Ich lebe! Immer noch auf der Verliererseite, Jack? Tja, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat man mich etwas verbessert. Selbst die Metallschädel haben Schwächen, doch ich bin aus reinstem Metall. Würde ich ja gern wiedersehen. Wir müssen gemeinsam kämpfen, sonst sind wir verloren. Komm zu uns, Jack! Du musst zu uns durchbrechen, bevor es zu spät ist. Die Garderoboter werden immer stärker. Diese schwebende Kriegsfabrik spuckt jeden Tag mehr Roboter aus. Wir müssen an der Gardefront angreifen und ihre Verteidigung durchbrechen. Dann werden wir es vielleicht zum Hauptquartier schaffen. Wollen wir es mal krachen lassen, Jack? Dafür sind wir immer zu haben. Was, Dex? Ein Kinderspiel, Baby! Ein Kinderspiel. Baby. Supi dupi, yeah, 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 yeah. Was zum Teufel ist das? Ich mach das! Okay, du bist hochexplosiv. Ramm bloß nichts. Oh, sonst Mann. Wirst du mit dieser Rakete gegrillt. Oh. Eieiei. Ich krieg ihn nicht. Oh, wie soll ich da denn nichts rammen? Okay, ich habe jemanden gerammt, scheißegal. Wow. Okay. Hab ihn. Schon wieder jemanden gerammt. Du Raudi. Du bist ein Raudi. Uff.
Okay, okay, okay. Ich hab's. Okay, alles klar, alles klar. Das ist schwerer, wie es aussieht, weil diese Steuerung, die ist ja wirklich. So wie es da steht. Okay. Du musst allem ausweichen. Ja, wir machen das. Ich bin zu früh gesprungen, aber wir machen das. Das ist nicht unmöglich. Guck, ich kann nämlich hier schon hoch. Muss ich hier nur die Kurve vernünftig nehmen. Man muss nur wissen, wie. Das ist immer hier das Ding der Dinge. Einfach nur wissen, wie. Man muss nur wissen, wann man springt, wo man springt. Zum Glück sind die großzügig mit der Reichweite von den Dingern hier. Wo ist der? Ich habe keine Ahnung. Ich springe nochmal rüber. Ach, da. Okay, so. Jetzt bin ich wieder blind, weil die habe ich alle noch nicht. Los, Baby, los! Baby, los! Habe ich noch nicht gemacht hier. Okay. Oh. Angeflogen. Die Rakete ist fast aufgeladen. Ja. Weiter so. Wowie. Okay. Wir haben den letzten verpasst. Habe ich schon gesagt, es funktioniert. Ah. Oh. Das war ein Checkpoint, oder? Jawohl. Oh, die sind großzügig heute mit mir. Geflogen. Die Rakete ist fast aufgeladen. Weiter so. Oh. Okay. Aber großzügig, dass sie den Sprung da behalten haben. Vorsicht! Aber manchmal ist es auch einfach nur nervig und nicht irgendwie. Ja, komm. Konzentrier dich doch jetzt mal. Er ist einfach nur nervig und nicht. Ansporn oder sowas. So challenge-mäßig, dass man das Ganze nochmal macht, weil es einfach nur nervig wäre. Ja, Moment, als ich dachte, Dexter. Schön geflogen. Die Rakete ist fast aufgeladen. Weiter so. Ja, ich muss hier nur eben einmal um die Kurven kommen. So, guck mal. Hast alles unter Kontrolle, Dexter. Ach, ich muss da gar nicht rein. Ich meine, ich hätte das mal in Erinnerung, dass ich das springen muss. Okay, Entschuldigung. Wir machen das. Keine Sorge. So. Geschafft, Dexter. Schön geflogen. Die Rakete ist fast aufgeladen. Weiter so. Ach da. Ich wollte gerade sagen, wo ist der nächste Punkt? Ich muss die letzte Raketenladung finden. Hier ist sie. Oh. Okay, da war's. Haben wir geschafft, supidupi. Mighty, willst du raus oder was? Lass hier meine Katze raus. Moment. Hey,
Hey, hey, hey. So, wo waren wir? Au. Oh. Irgendwann mache ich das Mikrofonkabel auch noch kaputt, wenn ich da die ganze Zeit dran reiße. So, warte.